Rede oder Keynote ist doch eigentlich das Gleiche. Bei beidem steht man vorne vor einem Publikum und hat eine wichtige Botschaft, die man den Zuhörern mitteilt. Dennoch ist es ein großer Unterschied, ob man eine Keynote oder eine Rede hält. Unterschiede zwischen Rede und Keynote gibt es sowohl zeitlich als auch räumlich als auch thematisch und in der Rolle und in der Darstellung. Beginnen wir mit dem zeitlichen Aspekt. Eine Keynote findet in der Regel am Anfang statt. Stellen wir uns vor, wir haben eine Veranstaltung, die über 2 Tage geht. Dann gibt es den Keynote-Speaker, der beginnt die ganze Veranstaltung mit einer kleinen Rede, der Keynote. In dieser Rede geht es darum, auf die Veranstaltung einzustimmen, den Leitgedanken der Veranstaltung schon mal ein bisschen zu klären, zu inspirieren und die Menschen mit einem guten Gefühl und mit dem richtigen Mindset in die Veranstaltung zu tragen. Das ist die Aufgabe einer Keynote. Reden hingegen können ständig während der Veranstaltung laufen. Am Anfang, in der Mitte, am Ende. Es können im Laufe einer Veranstaltung viele, viele, viele Reden gehalten werden. In den meisten dieser Reden wird es darum gehen, bestimmte Teilbereiche aufzuzeigen, Schritte darzulegen, wie man Dinge verändern kann. Natürlich geht es auch hier um Inspiration, aber eher um einen Teilbereich, der näher definiert wird. Damit sind wir schon beim thematischen Unterschied. Eine Keynote ist thematisch eine Flugebene höher als eine Rede. Das heißt, bei der Keynote betrachten wir die Dinge aus der Vogelperspektive und von außen. Die Keynote hat eher einen philosophischen Charakter und kann auch von jemandem gehalten werden, der gar nicht mit im operativen Geschäft ist. Während Redner also eher interne Mitarbeiter und Führungskräfte halten, kommt die Keynote meistens von außen. Das heißt, man sucht sich einen Keynote-Speaker, der für das entsprechende Thema steht und der vorne auf der Bühne inspiriert. Natürlich ist auch die Rede im besten Falle inspirierend. Der Fokus liegt sehr stark auf dem Inhalt. Bei einer Rede nimmt man sich am besten einen Zettel und schreibt mit, denn da sind wichtige Informationen. Bei einer Keynote hingegen lohnt es sich nicht mitzuschreiben, sondern auf jeden Fall mitzudenken und mitzufühlen. Und hier sind wir schon bei der Darstellung. Bei der Keynote ist die Performance extrem wichtig. Natürlich wollen wir auch, dass ein Redner souverän auftritt und gut präsentiert. Aber die Keynote ist vergleichbar mit einem Theaterstück. Es ist eine kleine Inszenierung. Sie braucht auf jeden Fall eine Dramaturgie und einen Höhepunkt. Am Ende einen Call to Action und einen Gedanken, den man mitnimmt und der im Idealfall lebensverändernd ist. Deswegen sind Themen wie Globalisierung, Diversity, Digitalisierung, Kommunikation, also die großen, großen Themen, die weltbewegend sind. Keynotes schaffen es im Idealfall, Menschen so zu inspirieren, dass sie anfangen, Dinge ganz neu zu betrachten oder zumindest einen Perspektivenwechsel möglich machen. Machen wir es mal an einem konkreten Beispiel fest. Wir hätten eine Mitarbeiterversammlung von einem Unternehmen mit 8000 Mitarbeitern. Dann würden vermutlich unterschiedliche Führungskräfte Reden halten zum Thema, wie stellen wir uns im Projekt XY auf? Welche Strategie gibt es in dem und dem Bereich? Was gibt es Neues aus der Marketingabteilung? Welche Pläne gibt es im Bereich Sales? Wie hat sich der Vertrieb aufgestellt? Und so weiter und so weiter. Das wären lauter verschiedene Reden. Dann würde vermutlich die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer eine Rede halten, in der sie Bezug nehmen auf das, was im letzten Jahr geschehen ist, welche großen Veränderungen es gab, welche Herausforderungen nun anstehen und dass diese Herausforderungen aber mit der Mannschaft, die da ist, gut bewältigt werden können, welche Ziele da noch sind und in welche Richtung man gemeinsam steuern will und so weiter. Für dieses Event hätte man aber dann auch eine externe Keynote-Speakerin oder einen externen Keynote-Speaker eingeladen, der eigens anfliegt, um nur 10 bis 15 Minuten der Veranstaltung noch das gewisse Etwas zu geben. Eventuell jemanden, der bereits einen Namen hat. Eine Person, die für ein bestimmtes Thema steht, das für das Unternehmen gerade relevant ist. Die Performance dieser Person ist eindrucksvoll. Ein Feuerwerk der Inspiration auf der Bühne.
Das ist eine Keynote. Steve Jobs hat das iPad vorgestellt auf eine typische Keynote-Weise. Er hat keine Rede hinterm Pult gehalten, er hatte kein Skript, er hat frei gesprochen, sich auf der Bühne bewegt, einfach mit einem Rollkragenpullover angezogen. Sehr unaufgeregt, aber mit großem Bamborium und auf der Leinwand hinten spektakulär wurde dann das iPad enthüllt. Diese Art des Sprechens findet inzwischen auch in den Unternehmen Anklang. Das heißt, auch in den Unternehmen hält man Reden im Keynote-Style. Und das ist das, was wir uns wünschen, weil diese Art des Sprechens deutlich mehr in Erinnerung bleibt als eine mehr oder weniger abgelesene Rede. Ich fasse die Unterschiede nochmal zusammen. Zeitlich ist es so, die Keynote am Anfang, nur 15 Minuten maximal, Reden können ganz viele stattfinden und auch bis zu einer Stunde dauern. Eine Rede kann zudem auch vor einem sehr, sehr kleinen Publikum gehalten werden, zum Beispiel für die Großmama mit 4 Personen. Eine Keynote verlangt ein größeres Publikum, denn ein Keynote hat eine andere Performance. Es wird einstudiert wie ein Theaterstück. Eine Keynote hat eine Dramaturgie und passiert auf der Bühne mit Aktion. Eine Rede ist vorbereitet. Man hat ein Skript oder zumindest Moderationskarten. Man steht hinter dem Rednerpult oder zumindest an einem mehr oder weniger festgelegten Platz. Man geht mal vielleicht ein paar Schritte hin und her, aber letztlich ist man eher an einem bestimmten Punkt. Die Rolle des Keynote-Speakers ist, die Vogelperspektive einzunehmen, also von oben drauf zu gucken. Sie ist eine Flughöhe höher als die Rede. Bei der Rede kommt es auf gute Kernaussagen und gute Beispiele an. Hier geht es primär um Inhalt und um Fakten und um Anschaulichkeit. Von der Rolle her ist der Keynote-Speaker eher der Philosoph, der die Leitgedanken hat, während der Redner tief ins Thema eintaucht. Insgesamt wünschen wir uns mehr Keynote-Qualitäten bei jeder Rede. In diesem Sinne, macht eure Reden spannend wie eine Keynote. Viel Spaß dabei!